So we're happy to welcome him, give him a warm applause. It's Kay Stignum, Housing Research and Development Coordinator, Housing Department, City of Amsterdam. Please join us here, Kay, if you don't mind. Kay also brought some slides, and we might let them be part of our discussion. And another warm welcome to Kurt Stürzenbecher. He's member of the City Council of Vienna and chair of the Committee on Housing. Happy to have you, Kurt. So let's maybe start with Amsterdam. And I know there are some slides that you have brought for us too, but how do you personally think about the comparison you just got from Professor Schneider, and were some of those figures also new for you? I have to say, well, some figures are even newer than I saw in your slides, and it is a pity that you didn't contact me, because I have figures that are from 2017 and not from 15, and I am very much interested in making your complete calculation for Amsterdam, because you finished it for Vienna but not for Amsterdam. So I'd like to see your calculating model, and please do it for our city as well. Yeah. But yeah, I'm very much interested. Yeah, so interesting. I come also from a city with a very long history of social housing. And actually, that social housing history began already in the 19th century. We had some thousands of dwellings which were produced by entrepreneurs which were taking responsibility for their workers. And in 1901, I think, the municipality of Amsterdam took over that housing stock of about 2,000-3,000 pieces. So a long history. And for many years, we had added more of that social housing. For a whole century, a whole 20th century, we have been adding social housing to that stock. And we were very proud of having that stock. But in the post-war period, we said, in the 1960s and 70s, well, actually, maybe we have too much of it, because the income structure of Amsterdam and the whole Netherlands began to change, and many of the people with a middle income and a higher income went to the suburbs, and Amsterdam was, well, actually losing its income level. So from the 1980s, 85 or so, Amsterdam decided to build, but especially for people who were interested in an own home, who were interested in being homeowners. So that meant a change over time. And now, in the new century, we are reaching a new situation in which we say, well, we have done enough by losing social housing stock for many years, for about three decades, and now it has to stop, because we have to serve our people with a lower income. But we're still fortunate to have quite some stock. Thank you for those insights. Kurt, wir haben gesehen, und selbst für Professor Schneider kam es überraschend, es gibt eine sozusagen Ähnlichkeit in der Bevölkerungsstruktur, geradezu identisch, manche Alterssegmente, andere variieren ein bisschen. Definitiv ein großes Alleinstellungsmerkmal für Wien ist aber das starke Wachstum innerhalb der letzten Jahre. Das macht natürlich auch einen enormen Druck. Wir haben das auch heute Vormittag schon von verschiedenen Vorträgen gehört, einen enormen Druck auf den Wohnungsmarkt in Wien. Als jemand, der im täglichen Prozess sozusagen mit den Anforderungen an das soziale Wohnsystem in Wien konfrontiert ist, als Vorsitzender des Wohnbauausschusses und auch als jemand, der schon einen langen Überblick in dieser Frage hat, was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen an Wien, oder wo würdest du dich auch trauen, einen Bogen zu spannen und zu sagen, ja, das sind einfach die größten Herausforderungen, die europäische Städte jetzt zu konfrontieren haben? Bevor ich dich dann oder
both of you, I would like to ask, how do you think about this added value issue Professor Schneider brought up? Ja, also danke für die Teilnahme an dieser hochinteressanten Konferenz und ich möchte, bevor ich auf deine Frage eingehe, meine Hochachtung vor Professor Schneider ausdrücken, wie sehr er die Positiva von Social Housing anerkannt hat, weil man kann sie offen sagen, in Österreich gelten sie also als Liberaler, manche sagen sogar Neoliberaler, aber das, dem schließe ich mich nicht an. Professor, und ich sage, wenn aus Ihrem Mund das kommt, ist es natürlich sehr viel wert, dass nämlich das Social Housing wirklich funktioniert und im Interesse der Bürgerinnen und Bürger ist. Aber jetzt zur konkreten Frage. Die große Herausforderung ist natürlich das starke Wachstum Wiens. Man hat gesehen, auch Amsterdam wächst sehr stark. Aber bei Wien ist es doch so, dass wir in den letzten 10 Jahren von 1,67 Millionen auf 1,89 Millionen gestiegen sind, also 220.000 Einwohner in 10 Jahren dazu bekommen haben. Insgesamt, auch wenn man den Bogen größer spannt, 1985 hatten wir weniger als 1,5 Millionen Einwohner. Wenn ich den Bogen ganz groß spanne, 1900, am Höhepunkt des österreichisch-ungarischen Imperiums, hatten wir schon einmal 2 Millionen. Ja. Aber das ist dann bis in die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts zurückgegangen, immer weiter, immer weiter. Man hat gedacht, man wird immer weiter schrumpfen und jetzt ist der gegenteilige Effekt. Wir haben also jetzt 1,89 Millionen, wir sind die zweitgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum, haben Hamburg überholt und werden Mitte der 20er Jahre 2 Millionen Einwohner haben, mit allen großen Herausforderungen für die für den Wohnungsmarkt, für die Kindergärten, Infrastruktur, Apotheken, Ärzte, Straßen, Grünraum, also alles das hängt ja zusammen. Aber es ist ein Faktum, dass wir weiter wachsen und es ist auch kaum anders möglich, weil es uns wird von politisch anderer Seite manchmal gesagt, ja, das ist ja nicht gut, wenn ihr wachst. Wachst doch nicht und dann habt ihr keine so großen Herausforderungen. Ja. Nur, woran liegt das Wachstum? Zum einen haben wir eine positive Geburtenrate. Also es werden mehr Menschen in Wien geboren als sterben. Das ist immer grundsätzlich positiv. Ja, das wollen wir nicht jetzt willkürlich ändern. Das Zweite ist, es kommen sehr viele, und ich zähle hier selbst dazu, aus den 8 anderen Bundesländern nach Wien. Ja, also sehr viele Binnenzuwanderung. Das kann man auch nicht verhindern, selbst wenn man es wollte. Ja. Und drittens, es kommen sehr viele EU-Bürger nach Wien. Und auch hier ist natürlich bei den 4 Grundfreiheiten das eine normale Selbstverständlichkeit. Und das sind schon die große Mehrheit der Zuwanderung. Der vierte Faktor, die sogenannten Drittstaatsangehörigen, die zuwandern, die spielen gar keine so große Rolle, sind aber auch wenig. Die Stadt selbst kann es überhaupt nicht ändern und der Bund auch wenig. Wenn Flüchtlinge nach der Genfer Konvention einen Anspruch haben, da zu sein, dann sind sie da und lässt sich auch kaum ändern. Also wir haben 4 Faktoren, die eindeutig für das Wachstum da sind. Und das heißt jetzt natürlich, wie schaffen wir sozialen Wohnraum? Und da ist es ganz wichtig, dass wir haben eine Wohnbauförderung. Die Wohnbauförderung, die 500 bis 600 Millionen Euro pro Jahr ergibt und die ausgegeben wird zum größeren Teil für Neubau, zum etwas kleineren Teil für Sanierungen und auch für Subjekthilfe. Diese Wohnbauförderung wird gespeist aus jeweils 0,5% der
Bruttolohnsumme von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Also die zahlen jeweils 0,5% ein. Und das ist absolut akzeptiert. Ja, und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Das ist einmal ein großer Faktor neben dem Wohnfonds, der Grundstücke zur Verfügung steht, den Bauträgerwettbewerben und vielen anderen. I just make a point here, because in the morning the mayor of Vienna also stressed out the point that he personally thinks, and from his political perspective of course as well, that it's the one reason why we need to keep middle-class income people in social housing is to make them see what happens to the tax they pay, if I shorten it down to a political slogan. So Kurt is now also underlining that there is a high acceptance of paying taxes, which is used for building social housing. Would you agree on that point from Amsterdam perspective, that this is something you're focusing on, or you might need to focus more on, to get people involved, to see what happens with their tax by letting them be part of social housing? To give people themselves a role in that, you mean? Oh, yeah. But just building houses with taxes to make them, to show them what happens to their. They accept the taxes. They accept the taxes more. Well, I think in the Netherlands, accepting taxes is not a very big issue. maybe for the highest of incomes, but not for the lowers. but I think building for the middle incomes is a very important thing in the Netherlands, and especially Amsterdam is now very vulnerable for losing middle-income housing, and because that is, it is being made dependent on the price rises of the private-owned stock. There is a so-called location component derived from the price rise in the private-owned stock coming into the private rental sector. And the private rental sector is, in theory, now losing its social component very fastly. And especially when dwellings are converted from the social rented sector to the middle income sector, they are even vulnerable or of not reaching that middle income sector, but the middle segment, but reaching just the higher sector, so just skipping the middle segment. So building for the middle segment is very important, and especially in Amsterdam, with building for the middle segment, we also are able to keep the rents regulated, and that is something we cannot do with the housing already existing housing stock. So building is our key for preserving and letting grow the segment, the middle segment in Amsterdam. And nobody complains about that purpose. Good to hear. So how do you think, if I may just add that question, Keith, about what Professor Schneider stressed out, that there is actually impressing numbers you brought with you. There is a value added effects if you're talking about social housing and if you're talking about keeping middle-class incomes in social housing. Do you take that argument with you? And will it be a good help for discussing the issue of not only opening social housing to lowest incomes? Well, we were also talking about the state aid issue and the so-called Dutch case, and well, we in Amsterdam, well, we more or less accepted that the lower incomes are very much suited to that social segment, and that it is not open for middle income groups. But the point is that we have to create more middle income segment
to create affordability for that middle income group. That is the point. I got that point, but there is an argument you have now with you, don't you? Mm-hmm. Yeah, sure. Good. Yeah, that's right. Yeah. Just wanted to make sure. Professor Schneider, Sie stehen jetzt zwischen den beiden Vertretern der Städte, die Sie auf dem Papier analysiert haben, mit einem Auftrag, hier auch mit den neuesten Zahlen, die Ihnen dann doch zugänglich gemacht werden, auch den zweiten Teil der Studie mit Amsterdam zu vollziehen. Sie sind seit Mittag, glaube ich, heute hier bei der Tagung, haben aber natürlich mit dem Thema schon länger zu tun. Würden Sie sagen, dass all die Punkte, die auch schon präsentiert wurden von der Arbeitsgruppe, dass die wirklich in die richtige Richtung gehen? Oder haben Sie da das Gefühl, da muss man noch etwas dazu, aus wissenschaftlicher Sicht noch eine Anregung mit dazu auf den Weg geben? Nein, ich meine, hier gibt es sehr viel nützliche und auch sehr viel gute Vorschläge. A few words in English for you. Thank you that you will offer me the latest figures. I can offer you to make a value-added analysis if I get similar figures for your town. Yeah, so that is not a big problem. Any other town interested? This is okay, your opportunity now. No, you can queue up. And I thank you if you really get the latest figures. We had some difficulties, but maybe we didn't. I'm always critical to myself. Maybe we didn't look so careful, but I have now your card and I will write you precisely what figures we need, and I write you what figures we need for that simulation, yeah, and I have to check whether Amsterdam and whether the economy of the Netherlands, but it's not so different from the Austrian economy, whether we can do the simulation with the same model, but you get a quick answer. Now, if none of Deutsch. Ich fand das sehr nett, wie Sie mich charakterisiert haben. Ja, ich bin überzeugter Marktwirtschaftler, aber ein Ökosozialer. Ja, ich habe gestern eine Pressekonferenz zur Bodenversiegelung gemacht, wo wir aufgezeigt haben, welche Probleme das hat, wenn wir alles zubetonieren und nicht die zur Verfügung stehenden Flächen erstmal nützen. Ich habe ein bisschen in Österreich vielleicht das Markenzeichen, das ist überall mein Anecke. Mal bei Ihnen und mal bei der Regierung, wo ich sehr, glaube ich, effizient aufgezeigt habe, dass die Reform der Sozialversicherung wenig bringt. Also ja, ich werde dann laut, wenn ich meine, etwas läuft schief. Ja? Und das gefällt nicht immer jedem. Ein positives, auch ich trage zum Zuzug nach Wien bei, meine drei Töchter leben hier, die alle in Linz studiert haben. Jetzt, wo wohnen Sie? Im dritten. Nein, aber ich meine, in welcher Form des Wohnens? Die sind ja in der Beziehung, das könnte man ja vielleicht ändern, wenn man Provinzler ist, wie man so schön sagt, ja, dann hat man einen Standortnachteil für Wiener Wohnen. Also das, glaube ich, ist sehr manifest, das könnte man ändern. Die Herausforderung, die ich sehe, ist wirklich auch in Wien die Mittelschicht zu halten, für die leistbares Wohnung zu machen, vielleicht mehr neue Modelle, Mietkauf, das ist nicht neu, aber stärker zu propagieren, sodass die in Wien bleiben. Wenn wirklich der Polizist, wie Sie ja genannt haben, die alle dann einpendeln müssen, geht ein Stück auch Identität zur Stadt verloren. Und das, glaube ich, ist eine der größten Herausforderungen. Und die Frage der Flächenumwidmung, wer darf was bauen bei Ihnen? Das ist heftig umstritten, das haben wir hier in der Studie gar nicht drin. Und wir wollen, das könnte natürlich ein wesentlicher auch ein Punkt sein, dass Wien mit den Herausforderungen noch besser fertig wird. Und das ist ja erfreulich für Sie, dass Sie den Zuzug haben. Ja, ich meine, das ist ja wirklich, ist ja für eine Stadt immer viel, viel unangenehmer, wenn sie Einwohner verliert und bestimmte Bevölkerungssegmente nur bleiben. Also da kann man Ihnen nur gratulieren. Meine drei Töchter finden es super, hier zu wohnen, und ich habe mein Haus in Linz verkauft, weil sie mir gesagt haben, nein Papa, nach Linz kehren wir sicher nicht zurück, wobei ich meine Stadt liebe. Ich finde es wunderschön in Linz, aber gut. Ich habe immer in so Städten wie Zürich, in Aarhus, Pittsburgh, Pennsylvania gelebt, wo so um die 200.000 Einwohner waren. Also insofern ist das. Aber die Herausforderungen, die sie haben, sind sicherlich nicht klein, und diese Frage der Wertschöpfung finde ich, das ist mein letzter Satz dazu, eine ganz entscheidende Analyse, um zu zeigen, dass damit auch ein Teil der wirtschaftlichen Aktivität, die der Staat erstmal über Steuern kassiert,
an die Stadt und an die Region zurückgegeben wird. Mich würde es nur viel mehr freuen, wenn endlich mal ein Finanzausgleich zustande käme, der das Wort und verdient hätte, ja, dass wir wirklich Steuern aufteilen und dass Steuern dort, wo sie eingenommen werden, auch wieder ausgegeben werden. Dann hätten Sie ein wunderbares Leben und wir in Oberösterreich auch. Ja? Also das ist, und man sieht es hier wieder, das ist ja eine Grobkalkulation, wie viel zusätzliche Steuern und Sozialversicherung Sie kriegen. Wenn Sie nur ein Drittel oder die Hälfte davon jedes Jahr im Budget hätten, könnten Sie enorm viel in Wiener Wohnen machen. Enorm viel. Ja? Also insofern pushe ich das auch immer wieder. Aber wir werden den Finanzausgleich wieder fortschreiben. Seit 1986 kam ich, 92 habe ich das erste Mal mich damit beschäftigt. Also wird es auch wieder so sein. Also das wird sich leider nicht ändern. Aber man kann immer wieder nur zeigen, hätten die Kommunen oder Wien ist ja beides, Kommune und Land, etwas mehr fiskalen Spielraum, ging auch viel mehr. Das hörst du gerne? Ja, also höre ich natürlich gerne. Nur, wir würden gewinnen, wenn das Konzept von Herrn Professor Schneider angewandt würde. Und es ist auch theoretisch wahrscheinlich das Vernünftigere. Aber es würden 5 Bundesländer verlieren. Ja, und die haben natürlich wenig Freude und würden sagen, wir seien unsolidarisch, wenn wir das einführen. Und so gesehen wird noch viel diskutiert werden müssen, bis wir zu so einem Modell kommen. Aber zum anderen, was der Professor gesagt hat, natürlich ist eine wachsende Stadt eine Herausforderung, aber eine schrumpfende Stadt ist ein Problem. Ja, und das ist natürlich ganz etwas anderes. Wenn wir haben in der Obersteiermark Städte, die haben 10, 20, 30, 40% ihrer Einwohner verloren. Und das ist wirklich eine Tragik, wenn plötzlich alles zusperrt, die Gasthäuser zusperren, die Kinos zusperren, das Theater zusperrt, die Schulen zusperren und so weiter. Also das ist etwas anderes, als wenn man mit den großen und schwierigen Herausforderungen einer wachsenden Stadt konfrontiert ist. Und hier möchte ich wieder auf den Vortrag von Herrn Professor zurückkommen. Unsere große Herausforderung ist, dass der Mittelstand im sozialen Wohnbau gehalten werden muss. Das gelingt bis jetzt. 60% der Wienerinnen und Wiener wohnen im sozialen Wohnbau im weiteren Sinn. Das heißt, dass man durchaus etwa 75% der Wiener und Wiener haben die Chance hineinzukommen. Ja, also man kann über 3.200 Euro netto als Einzelperson 14 Mal verdienen, um hineinzukommen. Also das Level ist sehr hoch und das ist bewusst hoch, weil wir den Mittelstand drinnen haben wollen, aus ökonomischen Gründen, aus sozialen Gründen und auch aus strukturellen Gründen und auch aufgrund der Loyalität. Deshalb wird auch von niemandem der soziale Wohnbau und die Wohnbauförderung in Frage gestellt, weil der Mittelstand das Gefühl hat, er bekommt ja auch etwas zurück. Ja, und das ist ja auch so. Und deshalb waren wir auch ganz entschieden gegen Pläne der Europäischen Kommission von, wie wir sagen, dort neoliberalen Kreisen, die wollten, dass man durch Verordnung von oben, von Brüssel, nur mehr die armen Leute in den sozialen Wohnbau geben dürfte und der Mittelstand wegfällt. Wäre das gekommen, wäre das eine Katastrophe für uns. Aber damalige Bürgermeister Häupl und der jetzige damalige Wohnbaustadtrat Michael Ludwig haben eine Initiative gestartet, dass die von 30 großen Städten Europas, egal welcher politischer Couleur, unterstützt wurde, ein Appell und eine Resolution an die Europäische Kommission, dass die Städte und Regionen die Formen des sozialen Wohnbaus selbst gestalten wollen und weiter gestalten müssen. Und dass nur dieses System wirklich in der Lage ist, die Wohnbedürfnisse für die Bevölkerung zu retten. Thank you very much. We are ready now to take one or two questions from the audience. So if you're willing to share something with us or you have a question either to Amsterdam, Vienna or Linz, Professor Schneider, please feel free to do so. I'm sorry if the light is in my face and I cannot see any arms, but the colleagues with the mics will find you. Maybe someone still wants to share. Yeah, over there.
Please keep the arm in the head until you get the mic. Hello, and good afternoon. Please introduce yourself. I'm from Prague. We have sort of NGO called Agency for Affordable Housing. And of course, with big respect, we watch Vienna. How do you do here with housing? Once we talk with people in Prague about affordable housing and Vienna model, they always told us, but you know how big the debt is actually in Vienna related to affordable housing. So could you a little bit explain me, I'm not an economist, but is there any debt which Vienna must to pay for this great social system for the future? Thank you very much for your question. I just take a look if there is another one. I cannot see any arm. No, I will not. Oh, here is one. Please keep it up until the mic is with you. It's the third row, the lady on the corner. Thank you so much. Bitte schön. I'm a university professor from Warsaw, Poland. We are just introducing a new program for social housing after 30 years of free neoliberal market that meant catastrophe for urban development of the city. So we'll see how it works. But my question is, do you think that some other part of Austria will follow Vienna on this new law of social housing in planning? So the two-thirds for the social housing of every part of land that is for housing in the plan. Or maybe in the morning somebody was talking about dreaming in Europe. Do you foresee that some of the dream city in Europe would follow Vienna on this law because it's a kind of revolutionary step in planning? Thank you. Thank you very much. So I think at least you were addressed by both of the questions. The depth, I would say, the depth are not a problem. Yes, we are in the depth in Austria. We have nine provinces, nine länder, and we are on the fifth place. Yes, so that's not very good, but it's okay. Yes, and that means, and we are in according to the depth, according to the Maastricht criteria. Yes, we had very few depth in the years 2000 until 2008, yes, because we had a good economic situation. And now in the crisis, according to John Maynard Keynes, we have more or less a depth, but we are not high. Yes, and it's not right to say that because of the social housing we have high depth. You can, Professor Schneider, I think, would say the same. That's the first question. The second was Widmungskategorie geförderter Wohnbau. Yes, it's a very, very interesting step, and we think that we are with this step we make a big step against against gegen Spekulation, yes, against speculation, and we injure our social housing system because we had decided this new law. We will fight against speculation, and we will have more social housing possibilities. Yes, it's a very good system, and I hope that other Austrian countries will follow us. I heard from the Salzburger People's Party, yes, a conservative party, that they think over the same idea. Yes, and if the People's Party thinks over the same idea, I hope this idea will have a future, not only in Vienna. In Vienna, it will have a very good future, and I think it is a very big step for a good social housing system. Thank you very much, Kurt. So will Amsterdam follow that model of Vienna?
Take your mic, please. I'm not the deputy mayor. I'm not the counterpart of you, sir. So I have to discuss it with Lawrence Evans, which could not come today here. Yes. But still, if she was asking to other cities, or shout out to other cities in Europe, Professor from Warsaw, so you think Amsterdam might be one of those cities interested in following? It is a good idea. Good idea, good idea. Okay, this is what we get from him. Professor Schneider, vielleicht möchten Sie auch noch auf die Idee, die ja da auch angesprochen wurde, ob das nicht auch wieder, wenn man so rekapitulieren darf, Wien war vor 100 Jahren mit dem Implementieren des sogenannten Roten Wien Vorreiterin, was sozialen Wohnbau angeht, etwas, wovon man ganz sicher auch noch heute historisch profitiert. Glauben Sie, dass unsere Nachfahren in 100 Jahren sich einmal auch auf dieses Gesetz berufen werden, das jetzt beschlossen wurde, wird von dem wieder eine Vorbildwirkung ausgehen? Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Es ist natürlich schwer, jetzt eine Prognose für die Zukunft zu machen, aber Wien hat Pionierhaftes, und das wird ja auch in Deutschland oder auch in der Schweiz sehr stark anerkannt, in diesem Bereich geleistet. Ja, das, und Wien war in vielen Bereichen Vorreiter, dass verschiedene Kulturen in einer Stadt leben. Das war ja vor 100 Jahren dann noch mehr noch ausgeprägter. Man schauen sich nur, nicht meiner, ich bin ja Alemanne, komme aus Konstanz, also, aber schauen sich viele Namen an, da sehen Sie, wo die Leute herkommen. Ja? Also in der Beziehung hat Wien diese Herausforderungen eigentlich immer aufgegriffen. Die Stadt steht jetzt vor neuen Herausforderungen. Dieses Gesetz mag durchaus für die Stadt der richtige Weg sein. Ich wäre etwas vorsichtig, ob ich das 1:1 auf Amsterdam, auf Warschau, auf andere Städte übertragen kann, weil die Situation in diesen sehr verschieden ist. Darum war ich auch so vorsichtig mit dem Vergleich. Also ich bin da als empirisch angewandter Wissenschaftler meistens sehr streng. Also wenn ich nur diese Ziffern vergleiche, da ist es höher, da ist es tiefer, bin ich immer etwas skeptisch. Also insofern, ja, ich glaube, was Wien auszeichnet ist, auch wenn Sie durch die Stadt gehen und so weiter, und ich reise ja viel, sehr viele Städte, Wien traut sich was und Sie trauen sich auch hier was. Und ich meine, die Herausforderung für Sie wird zum einen der Frage des sozialen Wohnbaus sein, aber zum anderen die Mittelschicht in der Stadt zu halten. Das wird die große Herausforderung, denn je mehr gut verdienende Zuzügler Sie haben, wenn man alemannisch sagt, ja, desto knapper wird der Wohnraum. Der ist nicht beliebig vermehrbar. Ja, das ist Ihre große Herausforderung, und ich bin sicherlich, dass man die auch meistern wird. Und ganz egal, wie man zu Wien und zur politischen Situation steht, es ist eine tolle Stadt. Es ist eine Stadt, die einen Preis an Lebensqualität und anderes kann man nicht einfach wegwischen, gewinnt und hoch attraktiv ist. Ja? Also insofern auch für Zuzug von Firmen, auch wenn man das jetzt mal strikt nur ökonomisch betrachtet, ja, sind sie extrem attraktiv. Dazu gehört, das Problem des Wohnens zu lösen. Und ich glaube, dass diese Regelung für Wien eine sehr gute ist. Ob sie das hält, werden wir in 10, 15 Jahren sehen. Da müssen wir vorsichtig sein, aber aus meiner Sicht ja. So thank you, everybody. Thank you for joining in the issue. If you have to say something, Kurt, go ahead. This is your representative of the city. Please. Ja, weil wir oft gefragt werden, können andere Städte das Gleiche machen? Ich glaube, es ist natürlich seit 100 Jahren gewachsen, unser System. Aber das Grundprinzip ist das Wichtigste. Der Markt allein kann das Wohnungsproblem nicht lösen. Es ist notwendig, dass man ordnend eingreift und dass die öffentliche Hand genügend Geld in die Hand nimmt, um eben gegenzuwirken, gegen die in diesem Fall oft nicht positive Kräfte des reinen Marktes. Ja. Und dass wir diesen Mut hatten in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts oder Anfang der 2000er Jahre, das glaube ich ist schon etwas, da muss man sich was trauen, weil da haben alle gesagt, man muss alles verkaufen, alles privatisieren und dann wird alles gut, und man hat gesehen, dann wird alles schlecht, ja, wie das sehr viele deutsche Städte jetzt gesehen haben und alles verkauft haben und jetzt massenhaft
was uns natürlich freut, zu uns kommen und mit uns einen Dialog führen, wie man das besser machen könnte. Also das Grundprinzip ist, dass man kreativ ist, dass man immer wieder neue Ideen hat, und ich glaube auch diese Widmungskategorie geförderter Wohnbau wird ein wirklich im positiven Sinn revolutionärer Akt wieder sein, der das ganze System mit absichert und mit dazu beiträgt, dass die Mittelschicht sich in Wien wohlfühlt und weiter zuzieht. Thank you very much, Kurt Stürzenbecher. Thanks for being with us, Case Dignam. Und danke vielmals, Herr Professor Schneider. Thank you very much for joining us.